Und wir sind wieder im Schloss. So, tolle Munition, die nehmen wir natürlich mit. So, was haben wir denn da vorne? Ach ja. Ich entsinne mich, ich entsinne mich. Auch stellvertretend für jeden kleinen Mann. Er baut sich einfach ein riesengroßes Statue von sich selbst dahin. Ja. Also. Na, wer kennt's denn nicht? Ich denke, wir alle kennen diese, ich sage mal, ja, Charaktere in unserem Leben. Okay. Pompös. So, wenn ich jetzt. Oh, hier ist er. Also, jetzt zieht euch das bitte rein. Wozu macht man sich sowas? Wozu? Ich möchte hier eine riesengroße Statue von mir haben, die ständig so macht. Ja, naja, aber. So, dann schauen wir doch mal, wie wir da irgendwie rüberkommen. Über die Matterhöhle. Nehme ich mal aber lieber jetzt wieder mal die Red 9, weil ich habe ganz schön viel Munition für die Red 9 am Start. Und die nimmt mir viel Platz weg. Also, jetzt mal ein bisschen was rausschlonzen hier. Matalo! Fallen lassen. So, jetzt gucken wir runter und sammel das mal ein. Wer lacht da? Also, das hört sich auf jeden Fall mal nach sehr vielen Gegnern an. Man weiß nicht, man kann sie nicht so richtig lokalisieren, wo sie sind. Also, halt klar, vor uns sind welche, aber ich glaube, über uns sind auch noch welche. Wo bestimmt. So, kommt da jetzt was rüber? Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, okay, alles klar. Man kann ihn also anschießen. Das ist natürlich schön. Majesta! So, wie sieht's denn? Wir haben noch eine Stage da drüber. Schauen wir nochmal, wie da aussieht. Düsen wir da mal hoch. Jawohl, Avatar! Oh! Schwein! Schwein! Du Schwein! Turn around! Ja, die Dinge, die sind die Dinge, die sind die Dinge, so, okay. Das haben wir. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht einfach nur einen Stumpf drauf nehmen. Weil ich sparen will. Was seid denn hier? Ja? So, da kriegt er nichts, wa? Alles, was einen Bogen hat, wird. Oder. Oh, ich komme mit dem auf den Bogen. Nein! Ist jetzt uncool. Ich meine natürlich eine Armbrust. Wechsel. Nicht. Nicht. So ist schön. Schwurzeln die Drupseln. Okay, das hätten wir. So. Klar, nicht. Warum denn? Warum denn?
Wer packt denn hier oben eine Vase hin? So, hier oben. So, damit haben wir quasi jetzt die Arme, glaube ich, gleich gesteuert. Die bewegen sich jetzt, glaube ich, synchron. Schöner Ohm. Oder da unten, wenn er neu stapelt. So. Zehnmal fallen und tot, ne? Was hat glaube ich der. Na? Ja, komm. Wir haben doch keine Zeit. Schwupps. Oh, 5000 Pesetas, das ist natürlich auch schön. Die holen wir uns. Und flüssig ist. Was? Oh. Wer seid ihr? Darf ich euch mal mit meiner wunderbaren Schrotflinte bekannt machen? Ihr werdet sie nie. Schon ja irgendwo da rasseln. Was ist denn da los? Was ist denn da los? So, nicht? Ach, das ist natürlich blöd. Jetzt machen wir an den blöden Masken ab. Halt mit dem Messer. So. Okay, leben jetzt immer noch irgendwelche? Hör sie doch. Was ist denn? Mann, immer wenn du denkst, du hast die Hütte hier schon wieder klar gemacht? Nicht. Das ist bestimmt mal unseren Grindkopf, der sich irgendwo fährt. Da drüben. Doch, für dich halt ganz besonders vorbereitet. Ganz besonders, mein Freund. Groschen holen wir uns jetzt hier vorne auch noch natürlich. Das Faust haut die Hand runter. So. Aber. Und runter mit uns. Haben wir's? Ja, wir haben's. Nein! Das kann ja nicht aufgeachtet. Oh nein. Oh nein, lass mich jetzt bitte nicht den ganzen Scheißberg von vorne machen müssen. Ah. Adiesta. Nee, cool. Und ich möchte, dass die 10 Meter große Statue von mir hoch laufen kann. Ist mir ganz wichtig. Warte, warte, warte. Oh nein, das muss ich kaputt machen. Auf den Ding! Oh, Kinder, nee, echt jetzt. Gib Schub, Junge! Oh, nee! Komm! Ah, da bin ich echt schlecht drin hier in diesem Button-Gemäsche. Ein Toast for this shit. So, das war jetzt anscheinend die wunderschöne große Statue von Ramon Talazar. So, ich hab jetzt aber auch. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Ah,
Okay. Jetzt wird es aber wirklich echt ein bisschen ungemütlich hier. Ramon Salazar verkrümelt sich noch mit seinem letzten Bodyguard. Oh, hallo, was haben wir hier? Ein Jelbetkraut, das ist ja wunderbar. Schön, dass man dafür das in eine Kiste stellt. Dann machen wir mal so. So, dann düsen wir mal hinterher hier, hinter dem Pappnasen Ramon Salazar. So, was ja auch mal interessant wäre. Das werden wir von hier so schaffen. Weil das jetzt nämlich passiert. Das ist schon nervig. Oh. Ist ja mal. Meinst du welche? So, also die hier oben schicken Fässer runter. Ah, shit. So, er ist also ganz runter. True. So, ist er jetzt. Ist er platt da oben? Oh ja, steht nicht mehr auf. Also, schnell hoch. Solange keine Fässer hier runterrollen. So, dann machen wir hier diese kleine schnittliche Abkürzung. Sacken hier noch was ein. Mehr Munition. Noch mehr Scharfschützenmunition. Und, oh, da steht doch wieder jemand an der Kurbel. Hi ist er. Hi ist er. Aber pass auf, Freunde. Da habe ich ein schönes für euch. Na, und haben wir es? Wobei, wir haben erstmal fast alle. Ein gutes Kraut, wie schön, endlich. Hurra. Wupp. Das haben wir. Na, Chöre, Chöre noch welche? Schieb mal nochmal was nach. Bei unten ist jetzt erstmal Ruhe. Karton, gehen wir nochmal runter und schauen nach. Vielleicht gibt es ja ein bisschen was zum Einsammeln. Oh. Eieiei. So ein Penner. Da muss ich mal kurz die Schlonze rausholen. Oh, wie ist da? Und was hat der? 5500 Pesetas. Na, da freut mich doch. Das ist doch mein Preis, hör mal. Oh, da kommt er. Ha! Schöner Beckenschuss. Mannstoppwirkung. Deluxe. So, okay, weiter nach oben mit uns. Okay. Wir könnten jetzt. Hier oben waren wir schon. Können wir hier noch hochklettern? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir uns. Hier vorne um die Ecke kümmern. Oh, ist ein Fass. Da bestimmt nichts drin ist. Oh doch, hurra! Schrot, Flinte, Munition. Brandgranate ist ja auch sehr geil. Da bin ich doch dankbar. Sturmgewehrmunition, cool. So, Fahrstuhl fährt nämlich nicht los, weil zu schwer. Okay. So, Benny. Großer Augenblick ist gekommen. So, offener Fahrstuhl heißt immer, ihr wisst, was passiert. Wir kriegen Besuch.
So, der wäre natürlich immer gut. Jetzt wird er ganz weggesammelt. Ist natürlich schön, wenn das halt so ein bisschen Streuwirkung hat. Wir möglichst viele Leute mit einer Patrone treffen. Profi-Effekt. Schade, dass sie jetzt alle runterfliegen. Aber das ist scheiße. Das ist nicht gut. Nein! Ich hoffe, das hat ja reicht. Nein, hat's nicht. Plan. Oh shit! Gar nicht. Mit seiner völlig gut getarnten roten Kutte. In Signalrot. So, ja, schade tatsächlich, dass jetzt viele hier abgeseiert sind. Ja, man kann natürlich auch nicht mehr runter. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Wahrscheinlich müssen wir außen rumlaufen. Und das tun wir jetzt auch. So. Jetzt auf die Karte schauen, nicht, dass wir hier. Ja. Bitte lass mich jetzt den Schatz nicht schon übersehen haben. Bei meinem Glück, das ist der Fall gewesen sein. Schon mal rüber. Ach, so eine Scheiße. Ich glaube, ich habe ihn übersehen. Oh, nee, da. Hier, guck mal. Schön. Oh, Schweinejagd, Schweinejagd. Was haben wir denn da? Ein Goldarmreif, das ist gut. Aufklettern, bitte. So. Und den nächsten Aufzug. Nehmen. Und Ruhe. Schnell nachladen. Und die Treppe nach oben steigen. Ein Händler. Okay, alles klar. Wir finden, wie ihr seht, relativ viel Stuff. Das wird heißen, ich glaube, es wird gleich ein Bossfight bevorstehen. Und dann go inside. Ja, muss ich glaube ich nichts zu sagen, oder? Das schmeckt ja wirklich nach in jeder Pore schmeckt das hier nach Bossfight. Guess after this there'll be one less to worry about. I want you to suffer just oh, like that.
So, okay, alles klar. Aufs Auge geschossen. Und dann... Monsterfutter. Scheiße. Na, so ist es, wenn man halt zu fokussiert in dem einen Augenblick ist. Nein! Ach, das ist toll. Hat mir Mühe aufgemacht. Das ist ja nicht so geil. Okay, TMP ist leer. Das ist ja total geil. Das ist ja ein härterer Kampf, als ich dachte hier von der Nervbratze. Tja, stirb, stirb, stirb. Einmal von dem Tod, stirb. Ach, die Sauerei jetzt hier wieder wegmachen. So, okay, alles klar. Denn sacken wir mal das ein, was hier noch übrig ist. Oh. Und wenn ich mich recht entsinne, waren hier unten noch das Plagas, oder? Gucken mal kurz. Okay, das Plagas ist jetzt noch nicht da. Das wäre, glaube ich, nur gewesen, wenn der Bossfight immer noch aktiv gewesen wäre und wir runtergesprungen wären. Dann hätten wir mit kleinen Krabbel das Plagas zu tun gehabt. Und wir klettern hoch und holen uns den Schatz. Den Schatz, den... Ramon Salazar, was den Tod hinterlassen hat. So, oh, eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Schön. Fässer. Echt jetzt? For real? Was kann ich denn? Kann ich irgendwas? Scheiße. Scheiße. Ist so ein Scheiß. Ja, nee. Voll ist er. Voll. Was gibt's denn hier noch? Nein. Alter. Schauen wir mal kurz, ob hier noch der Händler am Start ist. Nein, wenn ich jetzt hier runter verwartet. Nein, machen wir mal so. Ich habe eh keine Power gerade. Oder mir fehlt noch ein bisschen Power. Dann machen wir das voll. Denn ist es nicht verschwendet. Natürlich cool, dadurch, dass es halt warm, ja, bin ja schon mal drauf eingegangen. Es gibt euch Heilung zurück und es braucht halt keine zwei Item-Plätze, sondern nur eins. Das ist natürlich halt insofern sehr lukrativ, das immer mitzunehmen. Tropfsteinhöhle. Ist hier irgendwo noch ein Schatz? No. Oh Mann, nein, Alter. So, ey, bitte sag mir, dass du jetzt... Nein, Alter, nicht. Zum Verkaufen haben wir ja nicht, glaube ich. Ne, da war jetzt... Nicht. Nicht. Mit Ü. Ja, na, ist. Ich bin so voll. Spinell, okay. Blendgranate haben wir hier vorne noch. Oh, okay. Gut. Pappin, pappin voll. Ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist zu sagen,
Ich verkaufe eine Granate. Is that old school? Dann hauen wir lieber eine Brandgranate raus. Weil wir kriegen jetzt natürlich überwiegend immer mehr und immer mehr mit den Las Plagas zu tun, die halt quasi aus diesen Gegnern auf einmal rausdroppen irgendwie. Und es kostet einfach zu viel Munition, die wegzuschießen. Ja, doch lieber eine Blendgranate und aus in eine Fetti. Need a ride, handsome? Okay. Got some business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Rive in my cage of torment, my friend. So, und willkommen auf The Island. Ich fand damals schon das Setting von The Island halt... The Island? Das klingt ja wie eine Karte von Ark. Sehr cool, weil das halt alles so nach Felsia Festung, so hat so ein bisschen Alcatraz-Charakter. Und das ist... Ich find's ganz geil. Das Setting mag ich sehr. Aber es ist natürlich, hier warten knüppelharte Gegner auf uns, wa? Also hier ist hier nichts mehr mit Heugabeln und so einer Scheiße. Tja, Ashley. Weggeschleppt, Wurzer. So, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich irgendwie einen Unterschied macht. Aber wir knipsen den jetzt erstmal aus. Und hier kommt jetzt gleich ein Gegnertyp, der ist echt mies. Okay, aufnehmen. So, noch zwei von den Lumpen, ey. Mal den Spaß machen. Mal zurücklaufen, mal gucken, ob sie noch da ist. Das wäre ja geil. Ja, sie ist noch da. Jetzt aber hinne machen. Sputen, bevor sie weg ist. Vielleicht muss ich mal gucken, nicht, dass der Knirsch jetzt hier hinterher geschissen kommt. Dem bin ich natürlich hoffnungslos so ein bisschen ausgeliefert hier mit seiner scheiß Gatling-Gun. Irgendwie catchen von mir. Oh, nee. Man hört ihn. Ist er schon rüber? Oh, da ist er. Ja, nee, da. Sniper-Wolf ist wieder am Start. Oh, da ist er. Nein. So. Ich will mich mal schnell hier positionieren. Zack. Und dann hoffe ich, krieg den hier schnell weggeknipst. Wie, Alter? Ist ja schön. Wir können also durch Steine schießen. Ja, ist ja toll. Super. So, dann gucken wir mal, was wir hier irgendwie hergelockt bekommen. Aber die sind wirklich unangenehm, die Typen. Also A, ziehen sie dir sehr viel Power ab, irgendwie, je nachdem wie viel... Da ist er. Je nachdem wie viel...
von der Gatling Gun natürlich trifft. Aber, okay, wir haben es neu bekommen. Ist jetzt nicht so elegant gelöst, aber naja. So, hab ich hier gerade einen rüberhüpfen hören? Nein. Da hinten. So, hier ist jetzt nur kurz Ruhe gewesen. Weil das wart hier natürlich noch nicht. Hier kommen en masse von den Knechis. Wo denn wieder? Wo denn? Da ist er. Ja, aber ihr hört die ganze Zeit, dass das, ne, irgendwie kommen immer noch irgendwelche kleinen Gegner irgendwo an. Irgendwie an die Krümel hier. So, ah, von da. Schau mal. Okay. Gucken, ob jetzt hier einer hochkommt. Die Schritte sind schon nah. Mit Schild, ey. Boah, das ist ja fies. Das ist ja gemein. Der nächste kommt. Ah, die mit den Elektrostöcken, die sind auch hart. Aber das ist ja hier. Solide Bank. Immer schön sauber wegmessern. Oh. Auch da darf ich nicht mit nur guten Tag sagen. So, mich würde ja mal interessieren, irgendwie, wenn ihr das Spiel selber gespielt habt, oder generell irgendwie, ne? Wie seid ihr denn so unterwegs in solchen Spielen? Seid ihr eher so die Distanzfighter, die Safety-Fighters, so wie ich, irgendwie, oder geht ihr rein und... YOLO. Ne? Würde mich mal interessieren, irgendwie, wenn nicht, haut's mal einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich mal freuen, zu lesen, wie ihr so unterwegs seid in den Spielen. Oder vielleicht, ob ihr euch einfach auch mal einen anderen Spielstil wünscht, ne? Nein, da kommt doch einer. Oh shit. So, okay, alles klar mit dem Last Plan. Das hatten wir gerade kaputt. Ich nehme ein bisschen Glück. Kann auch mal anders ausgehen hier. So, okay. Gut. Wer seid ihr denn eigentlich? Wir schmeißen hier mit Stöcker. Wo sind sie? Da ist er. Ah, guck mal, da kommen sie raus. Da kommen sie raus, hier, die Jungens. Guck den Kerl an. Ah. Nein! Okay. Nice. Nice. Das hat doch gut geklappt. Okay. Ich muss ja erstmal Licht anmachen. Weil hier haben wir wieder so ein schönes Resident Evil Rätsel. Auf wieder eine Tür, die sich nur mit Lichtreflektoren öffnen lässt. Aha, ja, so. Jetzt muss man die nämlich so ein bisschen ausrichten, damit sie diesen Punkt da drüber treffen. Wie gesagt, für das Know-how, was die für diese Schließ- und Mechanikstechnik, also die Türschließtechnik benutzen. Also, da hätten die locker sich mal vernünftig ausrüsten können hier irgendwie und nicht so, wie sie sind. So, drehen. Schabadabadot. Versuchen wir mal so ein bisschen so zu drehen. Vielleicht reicht das ja schon aus. Und gehen wir noch zu dem anderen rüber. So, den drehen wir. Bitte. Ja, der geht noch ziemlich ins Leere. Das
Macht aber nichts. Ach, es ist einfach. Es ist Resident Evil. Es. Ja, und irgendwie. Irgendwie mag ich es ja auch dafür. Ja, dieses Skurrile halt einfach. Nicht irgendwie, dass irgendein Typ von denen Schlüssel bei hat, wo man das aufmachen kann. Oder. Gott behüte. Die Tür tatsächlich offen ist. Nein. Man muss hier. Laser ausrichten. Oh, ihr Penner. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Oh, wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre ich ja fast nicht zum Aushalten. So. Das Schwein. Das ist schon. Es ist doch gemein. Es ist doch gemein. Oh, okay. Da geht's mal lang. Schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, 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 nö. Schnell. Okay. Ah, vielleicht kann ich das ja probieren oder mal. Ja, nice. Oh, okay. Cool, cool. Ein Schatz. Vielleicht kombinieren mit dem Klunker hier? Nö. 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 Scheiße. Naja, mal gucken. Maybe wir werden vielleicht was finden. Oh. Jetzt wahrscheinlich ist es. Oh, wie? Faust! Aber ganz schnell Hunt him down, Legolas, Alter. Wo kommt der denn? Wo war das? Der war's. So. Oh Mann. Ich glaube, ich werde mal kurz die Schlonze nehmen. Wieso hat er mich denn jetzt getroffen? Ach, so ein. Manchmal bin ich einfach nur doof. Manchmal bin ich einfach nur doof. Rums, die Bums. So, ich hab ja davon gesprochen. Ja, jetzt kommt ihr alle in die Schüssel. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt. Oh, hier, Psycho Mantis, Psyona, Start.
Okay, hatte denn jetzt hier irgendeiner irgendwie irgendwas bei? Das ist ein Schalter. Drücken, ja, drücken. Cool. Alles open. Na schön. Na cool. Und Silenzio? Wo kommt denn überhaupt der alle her? Achso, ich kann es wahrscheinlich von oben runterspringen, wa? Aha. Aha. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne mal wissen, wo kommt der her? Aus welchem Gang? Hier geht's hoch. Na, schauen wir mal. Holla, holla, holla. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Oh, was auch. Schön. Was haben wir denn da? Schrotmunition. Grünes Kraut. Wunderbar. Das können wir gleich mixen. Wunderschön. Vielleicht hätte man sich das jetzt auch alles sparen können. Und man wäre einfach durchgerannt. Ein Händler. Na, schau mal einer an. Schön, dass du hier auch schon mal irgendwie am Start bist. Mit Preisliste drin. Got some geil. Rare things on sale. What are you buying? Die nehmen wir mit. Thank you. Ikela 7. Eine Magnum. Und da fällt mir gerade schmerzlich ein. Ich bin ja nicht mehr zurückgekommen zu der Innenkiste im Schloss. Ja, wo man hätte mit Ashley oben rüber gekonnt über das Fenster. Da wäre auch eine Magnum drin gewesen. Aber ich bin ja nicht mehr hingekommen. Verdammte Axt. So eine Scheiße. Ja, deswegen bin ich natürlich dann irgendwann gezwungen, mir den Ballermann zu holen. Was jetzt auch nicht schlimm ist, weil die halt echt Power hat. Aber die andere wäre halt für Omi gewesen. Come back anytime. Ja, come back anytime. Ist gar kein Problem. Wir sehen uns noch, Freundchen. Oh. Na komm. So. Wunderbar. So. Sehr schön. Kohle kommt jetzt natürlich super. Wo sind wir denn jetzt hier? Kommen wir anscheinend zu einem neuen Areal rüber. Dann schauen wir mal erstmal hier, was wir hier vielleicht haben. Oh, die Musik. Ah, steht ja. Und? Der Maske sieht doch von hier so ein bisschen aus wie Star-Lord. Aber eher einer der Sandleute, ein Taskenrider. Oh, kannst du sie ja nehmen. Nice. Ja, so wird das hier aber nichts hier. Oh, was haben wir denn hier? Ja? Oh nein. Oh nein. Da müssen wir mal kurz anders machen. Da müssen wir mal kurz anders machen. Ja. So, nachladen. Und jetzt können wir sie nehmen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Na, und kommst du? Smash.
Nix fallen lassen, ne? Nix fallen lassen. Nein, das macht man nicht. Wer bist du? Was heißt hier? Oh. Hier klang er lustig. Gut. Jetzt hat er gerollt. Echt jetzt? Meine Güte, das gibt's ja gar nicht mehr. So. Was haben die denn hier nur gegessen? Ja, das ist feine Schmackofatzi hier, da sagt ihr. Hier noch? Zwei Weinfässer. Ein bisschen spanischen Wein. Oh, wunderschön. Gelbskraut. Yay! So, man könnte jetzt oben die Granate nochmal mitnehmen, die wir zurückgelassen haben. In der Spüle. Und vielleicht gucken wir hier vorne nochmal kurz in das schöne Aluköfferchen, was hier drin ist. Ah! Roter Stern des Glaubens. Und da sag ich doch mal, der könnte doch passen. Jawohl. In den goldenen Lux. Pistolenmunition. Ashley. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Da oben ist er. Da oben ist er. So, können wir hier noch was mitnehmen? Gold. Ein paar Pesetas. Hier noch was? Nö, 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 nö. Nicht, nicht, nicht. Können wir noch mal was kaputt machen? Und hier haben wir noch mal einen Händler. Got some rare things. What are you buying? Oh, eine cool, sichere Weste? Oh, 60.000. Oh, die brauchen wir. What are you buying? Die brauchen wir. Wir haben so wenig Kohle. Scheiße. Was, die leben noch? Tja, das ist jetzt aber nochmal. Sauer.
Tod euch allen. Schweine. So. Die Kerl nehmen wir noch mit. Die Shackle Moon. Okay, ist auch alles clear. Können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht. Ja, dann muss leider fressen. Es ist fürchterlich irgendwie. Man kommt nicht mehr wirklich dazu, sich jetzt hier mal ein paar schöne Kräuter anzusammeln. Das ist doch nicht. Oh, eine Taschenuhr. Wie schön. Die nehmen wir mit. So, das war dann auch der Schatz, den wir mitnehmen konnten. Erfolgreich geöffnet. Der Operationssaal. Na, ist ja toll. Oha. Eine Autopsie wurde durchgeführt. Sie ist verschlossen. Aha. Okay. Also, jetzt sag doch mal selber. Louis Notiz 3. Die scheußlichen Kreaturen wie der El Gigante und die Novistators sind nun Nebenprodukte der grausamen und unmenschlichen Experimente, die an Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von den anderen. Dies sind die Regeneradores. Sie haben einen überlegenen Metabolismus, dank dem verlorenen Körperteil blitzschnell regenerieren können. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden. Anscheinend leben Plagas in ihrem Körper, ähnlich wie Egeln. Man kann sie mit bloßen Augen nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe einer Thermographie finden. Um den Regenerationsprozess zu unterbinden, müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regeneradores von mehreren dieser Plagas befallen. Um ein Regeneradore zu töten, müssen alle Plagas vernichtet werden. Ja, also Louis Sierra war, war scheinbar doch mehr irgendwie in diese ganze Sache hier involviert und kriegt natürlich durch diese ganzen Notizen, die wir jetzt halt finden, ein bisschen mehr, eine Karte, ein bisschen mehr Profil, anstatt diese kurzen, hey, hallo, hier bin ich und, tot bin ich. Okay, ja. Bitte? No, no, wa, wie? Ja, super. Das ist ja super. Ja, toll. Schmackt. Na, das ist doch kacke. So, das Erste, was ich jetzt mal probieren kann, ist den halt wirklich
durch zu 7 hier. In der Hoffnung, die Plagas zu finden. Scheiße. Aber ihr habt schon mal gesehen, ne? Ihr könnt auf den raufhauen, irgendwie, was ihr wollt. Das ist schon... Okay, jetzt haben wir wirklich durch einen Zufall alle Plagas in seinem Körper getötet, die irgendwo verteilt sind. 5000 Pesetas, deswegen haben wir den Spaß hier gemacht gerade. Oh, du bist aber nah. Kann jetzt aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein jetzt hier. Alle Munition auf die Wichser zu verbraten. Irgendwie bräuchte er irgendwo mal dieses Thermoscope. Vielleicht sind ja die Brandgranaten effektiv. Wir probieren es mal. Large auf das Ding. Bedingt. Bedingt effektiv. Ja. Na, auf jeden Fall, wenn wir jetzt schon ein paar Lager getroffen haben. Scheint noch da. Wirklich, wirklich ekelhaft. Wollen wir noch nachladen? Nee, wir haben keine Mumien mehr dafür da. Hier haben wir noch ein Köfferchen. Und wir finden sehr viele Smaragde. Können wir nicht mit den Smaragden irgendwas machen? So, let me take a look. Okay, hier können wir noch rein. Dann machen wir das mal. Noch irgendwas? Nein. Sie ist verschlossen. Ja, Schlüsselkarte haben wir. Rein zufällig da. Und benutzen sie. Open it. Oh, nicht doch, Alter. Ach, du Scheiße. Hurra, wir können hier ein grünes Kraut nehmen. Bin so glücklich. So, wenn mich nicht alle täuscht. Ach du Scheiße. Wenn mich nicht alle täuscht, wird wahrscheinlich hier gleich jemand wach werden. Zugefroren und lässt sich nicht öffnen. So, können wir denn. Alter, was ist denn das hier für eine Müllkippe an Körperteilen? Das ist doch nicht wahr. Also. Ist das eine Kasse? Oh. Damit lässt sich die Schlüsselkarte umprogrammieren. Jetzt haben wir eine gelbe. Sie leuchtet jetzt gelb. Das ist der. Oh, schau mal. Schön. Das ist der große Unterschied. Sie leuchtet jetzt einfach nur gelb. So. Und hier finden wir... Nein, wir können es auch wahrscheinlich nicht nehmen, denn... Ich bin voll. Darf da halt nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. So, machen wir mal so. Pfeife ich mir so ein Ding hier rein.
habe ich wenigstens noch was davon. Die Power nach oben geht. So. Und die kombinieren wir damit. Tür wurde verschlossen. Ach, und wie überraschend. Jetzt werden die Grunzköpfe jetzt hier aktiv. Na, das ist ja toll. Das ist ja toll. Aber jetzt können wir gleich mal sehen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Nein, lass mich. Geh weg. Hier sehen wir wunderbar, wie das Plagas. Die wir vorhin einfach nur irgendwie durch blindes Treffen irgendwie neutralisiert haben im Körper. So, und jetzt können wir sie sehen. So, was haben wir hier noch? Na, jetzt finden wir natürlich schön viel Sturmgewehr-Munition. Das ist natürlich eine schöne Sache. So, okay. So. Riecht wie Müll. Mhm. Ist ja überall nur zerfressenes, man, verseuchtete Lumpe irgendwo. Aber, ja, Oh. Ja, so sind natürlich die Dinger etwas nervig. Kommt jetzt jemand her? Okay. Bedienen, ja, klar, nochmal. Und? Okay. So, dann holen wir uns hier mal. Buh. Nein, ich will aber das Kuscheltier haben. Ja, wer kennt die Scheiße nicht nur vom Jahrmarkt? So, wenigstens mal den mit der Armbrust weg irgendwie. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie nämlich. Jetzt sind sie bockig. Ja, ich will noch komplett die Tür. Damit sind wir nicht einfach sperren. Okay, hier können wir nichts nehmen. Leute, Quetter, Alter, das darf doch halt nie wahr sein. Schade. Schade. Da vorne findet man nämlich nochmal ein grünes Kraut. Es ist doch also wirklich. Das ist Müll, oder? Achso, hier kann man wahrscheinlich runterspringen. Das ist der Müllschacht. Vielleicht für die unteren Bereiche. Ganz bestimmt. So, Kraut. Oh, das hast du, wenn du sowas zurücklassen musst, ey. Das ist so scheiße. Karte, kurz mal. Gelbe Kraut hier vorne, aber das darf doch nicht wahr sein. Aber okay, wir kommen hier wieder zurück. Das ist auch nicht schlecht. Sicherheitsschalter für die linke Tür. Und, du willst noch mal nicht drücken, oder? Deins, machst du nicht, willst du nicht? Okay, gut. Kein Ding. Du musst ja nicht. So, das lässt sich nicht öffnen. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Überraschung, um die Ecke zu stehen. Oder auch nicht. Doch, da sind sie.
So. Bumswalderer. Help me, Leon. Sie ist verschlossen. Ja, du brauchst eine Schlüsselkarte. Och, Mann, oh. Wo kriegen wir denn jetzt hier eine Schlüsselkarte? Na gut, 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 gut. Aha, hallo, schön hier. Wieso? Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ah, da kommt er schon. Okay. Ausrüsten. So, Freund Blase, machen wir die Tür auf. Wow, Iron Maiden. Okay, er hat nämlich noch einen auf dem Rücken gehabt. Und die haben wir jetzt einfach so weggerotzt. So, okay, cool, cool, cool. Nice. Finden wir hier noch was Schönes? Hm, und gibt's hier noch was Gutes? Au, oh, Aluköfferchen, Aluköfferchen mit Munition. Munitiona. So, okay. Ashley, I'm coming for ya. Leon. You okay? Come on, let's get out of here.